Willkommen zurück. Rama macht heute das Intro. Rama, reparier mal deine Flak. Du siehst furchtbar aus. Tja, ich muss meine Flak reparieren, um furchtbar auszusehen. Hä? Um nicht mehr furchtbar auszusehen. Ah, verkackt. Diesen weisen Worten ist nichts mehr hinzuzufügen. Und damit willkommen zur 5. Folge von Arkos Maul, ihr Sahneschnitten. Heute startet die 3. Aufnahmesession. Somit ist es ab heute möglich, dass die Purge random triggert. Wir haben eine Mod, die sogenannte Purge, die ab Beginn dieser Session aktiviert wird und innerhalb der verbleibenden 4 Stunden irgendwann klingeln wird. Jedoch haben wir eine kleine anfängliche Schonzeit von einer Stunde, in der das nicht passieren kann. Sobald das Geräusch aber dann ertönt, haben wir 15 Minuten Zeit, uns in der Arena einzufinden, die um den grünen Obi gebaut wurde. Bedeutet, irgendwann in dieser Session wird es ein Blutbad geben. In der Arena angekommen, fighten dann alle Teams so lange, bis nur noch ein Spieler oder gegebenenfalls ein Duo übrig ist. Jeder, der gestorben ist, kann ganz normal weiterspielen und alles tun. Bis auf Raiden natürlich, da die Gegner eventuell noch in der Arena sind. Somit verlieren mindestens 10 Spieler ein Leben. Je nachdem, wie viele Spieler regulär beim Raiden oder im Open PvP demnächst sterben, wird es im Laufe des Projektes mehr oder weniger Purges geben. In der heutigen Folge wollen Rama und ich uns gegen alles Mögliche vorbereiten. Wir brauchen eine Umrandung um unsere Base, um das lästige Tamesnipen zu unterbinden. Wir wollen Granaten vorproduzieren und unsere Kits für die Purge bereitlegen, da diese jederzeit beginnen kann. Alle Hände voll zu tun, da fangen wir auch direkt an. Viel Spaß mit der Folge, let's go! Ich weiß nicht, ob ich... Winter... im Vergleich zu... Pistol so fühle. Wenn du hast halt klar mehr Damage, aber... Du, feel free, nimm dir den Pistol. Ja, ich weiß nicht warum, mein Döni hatte 21 Level up. Okay. Keine Ahnung wieso. Check mal die anderen Viecher vielleicht. Also Pistol hat auch was so, keine Frage. Gerade wenn du jemanden dann tatsächlich mal nackig hast. Aber Flinte ist halt so dieser One-Shot und dann wieder Secret gehen. Pistol ist halt Dauerschießen, alias du bist halt sichtbar. Ja. Ich farm jetzt erstmal wieder wie Wildsteine hier. Wir könnten auch mal überlegen, ob wir uns einen Enki besorgen. Das einzige Problem ist, wir müssen den Enki dann bis zu unserer Base bringen. Das ist ein bisschen öde, weil wir den Enki quasi oben bei K und so tame gehen. Weil vorher ja. Gibt's kaum welche. Es ist schon ziemlich öde. Ja. Können wir maximal das Ding auf dem Floß drauf laden und den Strand entlang fahren und hier unseren Fluss reinfahren. Da bist du trotzdem noch unterwegs, aber es ist besser als laufen. Ja, inzwischen haben wir ja echt viel Holz abgebaut, Alter. Der ganze Secret Spot ist basically gone und unsere Pflanzen sind im Arsch. Das ist echt scheiße. Das Holz, das wächst ja nochmal nach. Das ging gestern ja auch relativ schnell, aber... Ja, also irgendwie war es jetzt am Anfang der Session gefühlt wieder weg, so. Keine Ahnung, ein bisschen merkwürdig. So, beinahe geschafft. Ich denke mal 1, 2, 3 Stück noch. Und halt die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Frames dann. Die Doors noch. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir 2-3 Stündchen nicht angegriffen werden oder so. Und dann sind wir von mir aus so weit ready, dass wir auch mal einen Angriff überleben. Muss halt schon rein hier einiges kaputt machen. Ich meine, die Pflanzen stehen jetzt auch nur auf Pillern, ne? Also du kannst hier jede einzelne Pflanze mit Granis weghageln lassen. Aber ja. Hast du trotzdem zu tun. Sind breit verteilt. Theoretisch kann ich die nachher halt nochmal überlegen, noch dicker zu sichern, wenn dem ich halt überall jeweils einen Tower draus baue. Jetzt erstmal so gebaut, dass ich sie anstellen kann. Wie sieht's aus? Eine Runde Metal? Na, warte, bis die eine Runde hier zu Ende ist. Welche eine Runde? Mit, Ich lauf sonst einfach schon mal mit dem Barry los. Ich mach das jetzt nicht mit Parachute, ich mach das mit Barry. Ich hab dem gerade noch 3 Level in Weight gegeben. Und lauf einfach. Okay. Wiegt zwar ein bisschen was, aber Hauptsache es kommt was in die Base, weil es läuft halt schon wieder stundenlang leer. Kann auch 900 jetzt mit dem Barry so tragen. Ich fahre jetzt immer hier unten, dann geht das auch ein bisschen schneller. Theoretisch müsste das einer mal irgendwie 10-mal machen oder so, dann hätten wir halt erstmal Metal für die nächsten 2 Sessions, aber halt alle Hände voll zu tun noch so. Wir sollten aber wirklich gleich mal gucken, ne? In der nächsten Viertelstunde kann theoretisch jederzeit der Purge-Timer hitten. Und dann haben wir nur eine Viertelstunde Zeit, uns zu equippen. Deswegen wichtig, dass jetzt schon mal Metal läuft. Ich weiß nicht, ob wir halt aktuell genug... Kannst du schon mal irgendwie ein bisschen Schießpulver nochmal nebenbei anstellen vielleicht? Mache ich sofort, ja. Ich denke mal, wir gehen da eher basic rein, ne? Flaksets, vielleicht ein paar Holzschilde mehr. Vielleicht noch Ressourcen, um Holzschilde zu reparieren oder so.
hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das fühle, weil ich das Ding eh nie benutze. Also du kannst es ja machen. War das Schild? Hm. Ja, also du solltest eins auf jeden Fall haben. Es schadet halt nicht. Oh, und ja, nimm dir halt einfach ein zweites mit, das wiegt halt nicht viel, und dann nimmst du halt noch Ressourcen mit, dass du eins mal reparieren kannst. Wenn du mal überlegst zu pieken und einen Gegner zu suchen, dann ziehst du das Holzschild und guckst dich um. Oder wenn du parachutest, immer das Holzschild ziehen. Oder wenn du gebolert wirst und du ziehst die Headshot, einfach Holzschild nebenbei drücken. Einfach links und rechts gleichzeitig, weißt du? Und dabei springen, hinlegen, ducken oder was auch immer machen. Am besten springen und schlagen eigentlich. Ach ja, apropos schlagen. Wisst ihr, welcher Geschmack unschlagbar ist? Der neue Peacock Punch von meinem Partner Holy. Mit geiler Orange, Zitrone, Granatapfel und Kokosnuss vereint der Flavor alle meine bisherigen Lieblingssorten in einem. Auch wenn er für mich noch 5% saurer hätte sein können, hat er sich trotzdem einen Platz in meinen persönlichen Top 5 verdient. Der Flavor ist stark limitiert und nur bis zum 5. Januar im Shop erhältlich. Also schlagt schnell zu. Und mit einem ganzen Tube habt ihr dann auch 50 Portionen je 500 ml. Wenn ihr aber sagt, nee, ich will mich erst durch das Sortiment probieren, bevor ich mich festlege, gibt es auch wieder ein geiles Probierpaket. Und zwar das Starter Set Deluxe. Da habt ihr dann 14 Energy-Proben, 14 mal Eistee-Proben und 12 Hydration-Proben und obendrauf noch einen Shaker dazu. Und jetzt zum Jahresende gibt's das Ganze nochmal 20 Euro günstiger für euch. Und mit meinen Codes wird das Ganze natürlich noch weniger. Einfach den ersten Link in der Beschreibung anklicken und am Ende der Bestellung Gato 5 für 5 Euro als Erstbesteller einlösen oder Code Gato für 10%, wenn ihr schon Kunde seid. Und genau wie die neuen Flavor gibt's auch für kurze Zeit den Holy 2023 Shaker ab 50 Euro Einkaufswert noch gratis obendrauf. Und ab 100 Euro bekommt ihr den Holy Beanie. Aber Achtung, der hilft euch auch nicht, wenn ihr euren kalten Holy zu schnell trinkt und Hirnfrost kriegt. Genießen ist also angesagt. Checkt also einfach mal die Seite aus, schaut euch die neuen Sachen an und lasst mir wie immer gerne euer Feedback in meinem Discord da. Ich mache mir jetzt den Shaker ready und für euch geht's weiter mit dem Video. Oh, ich habe die übelste Wunde seit gestern Abend an meiner Lippe, ne? Hab meinen Kater gestern, der saß auf meinem Tisch, habe ich ihn auf den Schoß nehmen wollen. Dabei ist er dann so ein bisschen, wollte gerade losspringen, aber ich hatte ihn halt schon in der Hand. Deswegen hat er sich dann ein bisschen blöd an meiner Hand gedreht. Wollte sich aber halt reflexartig festhalten und hat mir dabei mit einer Kralle einmal durchs Gesicht gefahren. Oh. Und hat mir an der Oberlippe, quasi genau in der Mitte, einen kleinen Riss. Dann wieder losgelassen und hat dabei aber im Vorbeiratschen meine Unterlippe innen erwischt. Habe ich erstmal für 10 Minuten aus dem Mund geblutet wie eine Sau. Hab ihn zum Feind danach erklärt. Hab dann gesagt, jetzt habe ich dich nur noch 999% lieb, nicht mehr 1000. Das musst du wieder gut machen. Er saß dann neben mir auf der Fensterbank, während ich im Bad war und meinen Mund ausgespült habe, weil du musst es ja auch sofort ausspülen. Katzen, Krallen haben ja auch theoretisch Bakterien und so. Eigentlich musst du auch noch Aftershave drüber kippen. Und guck ihn so an. Guck mal, was du gemacht hast. Naja, ein bisschen an der Oberlippe habe ich es gemacht. Im Mund bringt es halt auch nicht so wirklich viel. Du kannst auch einen Schluck Wodka trinken. Also ich habe dann tatsächlich einen kleinen Schluck Rum genommen und mal meinen Mund ausgespült. Hab ihn angeguckt und hab gesagt, hier, guck mal, was du gemacht hast. Und dann kam nur, miau. So ganz unauffällig. Dachte ich mir auch, Alter. Killer, du. So. Das. Flint holen. Welches Team hältst du für das gefährlichste in der Arena? Pah. Ich glaube, wir haben es die. Ich kann halt seinen Mate null einschätzen, aber ja, ich hätte halt auch gesagt, Hamsti ist halt wahrscheinlich der abgezockteste PvP-Spieler wahrscheinlich von den Leuten. Er hätte gesagt, Flinten-Aim, Revolver-Aim-mäßig, habe ich wahrscheinlich vor Kay sogar den größten Respekt. Aus Erfahrung weiß ich, der trifft dich halt schon nochmal böse. Ja. Hamsi ist eher wahrscheinlich Bowler-Duell, Shotgun schnell, Endcutten, Traps legen, keine Ahnung was. Ich weiß halt nach wie vor null, wie gut sein Mate maybe ist. So. Obwohl Hamsi hat halt die letzten Wochen Anno gespielt, vielleicht so eingerostet. Naja, der spielt aktuell wieder Arkpok. Ach so. Also, wenn, dann ist eher Kay eingerostet. Okay, hat halt Grund-Aim so, der spielt halt immer ganz gerne mit Flinte und Safer. Der sucht halt auch nicht zwangsweise das Bowler-Duell. Ja. Ich denke, Isa trifft dich auch ganz gut. Weiß nicht, ob ich Isa im Nahkampf
wenn man sie wirklich mal in Bedrängnis zieht, ob sie da schnell reagiert. Das kann ich noch nicht einschätzen. Und auch ihren Mate kenne ich natürlich gar nicht. Sharks und Moonin können halt beide, spielen beide viel. Kommen auch mit einer Bola mal klar, sind aber jetzt nicht unbedingt die größten No-Fly-Spieler. Rennen auch selten auf Servern dicke Kitte drum und so weiter. Spielen immer sehr viel In-Turrets, Mid-Turrets. Ich denke, auch die kannst du im Nahkampf mal hops nehmen. By the way, nimm dir auch sonst ruhig eine Picke mit. Und wenn du aus einer Bola raus bist und bist dir gerade so semi-sicher mit dem Aim und so weiter, lauf dem Spieler einfach hinterher und box ihn. Das zieht dir halt auch mies die Flak weg, ne? Also, Melee ist halt nach wie vor eine Variante. Okay. Ich hätte gesagt, wir machen uns einfach schon mal Schränke vielleicht mit Equi fertig. Was hältst du davon? Ich überlege gerade, ja, draußen, ja, können wir machen. Ich habe gerade überlegt, ob es drin irgendwo Sinn macht, aber es ist einfach viel zu eng. Ja, wieso? Also zwei Schränke kriegst du da noch hin, oder nicht? So, ich habe jetzt hier oben zwei Dinger, ich nenne den einen irgendwie Gato. Und pack da dann, fang da an, Zeug reinzutun. Besser, wir stellen jetzt fest, dass es mit Flak nicht reicht oder so. Du hast ein Base gefunden? Ja, also das ist ein Tower aus Stein, der einfach... Ja, mehr ist das halt nicht. Da stehen aber auch keine Tames oder was? Nee, die sind zwar zu Hause gerade. Okay, ja gut, solange sie die Base bewohnen, ist ja alles tutti. Ich mache uns mal noch 10 Granaten nebenher. Einfach, dass wir mal wieder da haben. 2x2 Tower, der innen eine Wendeltreppe hat und wahrscheinlich sind da zig Türen platziert nach oben, so wie es aussieht. Nee, die Frage ist, wie breit ist der Tower nach oben hin? 2x2. Nur mal so. Ja, da ist die Frage, ob man sich tatsächlich sogar sagt, man sprengt sich durch die Decke rein. Komm mal lieber jetzt in die Base, kümmern wir uns gleich drum. Es kann jede Sekunde theoretisch passieren. Ich hab schon wieder Game Crash. Was soll denn das jetzt? Ich wollte nur mal zum Spinosporn laufen und dabei habe ich die Base gerade gefunden. Also ich kann auch meine aktuelle Shotgun halt nehmen. Bloß nicht. Ich habe jetzt Ich habe 3 Flak-Sets. Ich habe ein Schild und 5-mal Repair-Schild. Ich habe Parachutes. Ich habe 50 Bolas. Ich habe eine Flinte. Ich kann mir eine aktuelle Shotgun nehmen, da habe ich noch 20 Schuss drin, da würde ich halt theoretisch nochmal 20 Schuss nochmal drauflegen. Ich baue mir eine neue Headshot, ich baue mir noch einen Crossbow. So, 20 Bolas, Headshot Picke brauche ich nicht. Machen wir mal 30, 40 Bolas ruhig. Sind viele Spieler, ne? Wenn wir uns mit vielen Leuten anlegen, bist du viele Bolas los. Ich meine, man kann dann auch looten bei den anderen, ne? Aber Nachfarmen ist halt nicht. Bola kostet halt jetzt nichts. So. Lass aber gleich auf jeden Fall noch mehr Schießpulver durchlaufen lassen. Ich würde ganz gern halt wirklich für Fluffer und Co. da mir heute noch ein paar Garnis bereitlegen. Ja. Also vielleicht, dass die Kits für Dingens fertig sind, selbst wenn wir beim Raid mal drauf gehen, weißt du, und direkt dann Purge triggert, dass wir halt soweit eigentlich ready sind. Und dann können wir halt hingehen. Auch wenn es mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, die Base zu verlassen. Wir sollten auf jeden Fall Triblock die ganze Zeit nebenbei checken, immer wieder. Ich habe keinen Bock, dass hier jemand bei unseren 4 Pflanzen halt hintenrum hochgeht. Also, es ist ein bisschen sad, viel in der Base zu bleiben, aber die Pflanzen sind halt heute erst am Ende ausgewachsen. Deswegen müssen wir ein bisschen schauen. Hast du jetzt schon Shotgun-Muni für dich? Ich habe nur meine, die ich aktuell noch mit mir rumschleppe. Also, ich musste dann auch noch welche für die Arena extra machen, wahrscheinlich. Okay. Willst du dir mal noch schnell einen Baryonyx anmachen, Baby? Anmachen? Ja, meins ist doch, mein Imprinter ist doch ein Weibchen. Ja, mach doch an, es kommt doch ein Ei raus. Ach ja. Sobald du siehst, da kommt ein Ei raus, ein Ei an. So. So, dein mach. Brauner, ne? Ja, den muss ich nehmen. Wir haben jetzt einen weiteren Behemoth-Rahmen in der Base. Den lasse ich aber noch ohne Tür. Dann lege ich mir Spikes und ein paar Türen bereit. Also eine Tür und ein paar Spikes. Und dann, wenn hier einer reinkommt, kann ich ihm quasi so schleusenmäßig jetzt... Also einfach das Ding vor die Nase placen. Ja. Wirklich Cover geben tut er halt nicht, weil er muss halt vorher 2 Pflanzen zerstören, die schon ausgewachsen sind. Unsere Pflanzen wachsen jetzt auch gerade wieder so weit aus. Nach wie vor bin ich mir nicht sicher, weil es ist immer noch ein Growthling. Aber sie sehen zumindest von außen ausgewachsen aus. Heißt, die Leute überlegen sich das noch zweimal, bis auf die Pflanzen, die auf den Ceilings sind. Die brauchen wahrscheinlich noch ein Ständchen.
öde jetzt hier, dass wir wenig machen durften, aber ich wollte jetzt unbedingt diese Umrandung fertig haben. Ich wollte die Pflanzen stehen haben, dass das einfach mal funktioniert. Mein Barry ist ganz nice. Wenn wir dann welche nachwachsen, haben wir zur Not nochmal einen Laufdiener. Wenn du dann doch mal irgendwann stirbst. Wenn wir unsere Sets fertig haben, können wir das weitere Schießpulver dann nämlich für Grannys ausgeben. Dann wäre ich nämlich für eventuell entweder einen Sneakigen erstmal und gucken, ob man einen draußen erwischt. Vielleicht sogar irgendeinen wilden Dino locken oder keine Ahnung was, weißt du, dass die rauskommen und den fighten. Ja. Aber die haben halt leider keine Viecher, die da rumstehen, ne? Das ist das Problem. Aber irgendwie müssen wir sie halt gebaitet kriegen, dass sie rauskommen und ihre Tür abcampen, so. Dass wir direkt Boland Shotgun weg. Die müssen halt so weit raus, dass sie nicht mehr einfach die Tür wieder schließen können. Dass wir einen Kill, einen Entry Fracture mal kriegen und dann können wir sagen, wir kommen mit Garnis wieder und sprengen die ganze Butze weg. Ich möchte die halt nicht sprengen und dann da stehen lassen, weißt du? Ist gut, dass die Leute sich im Chat anfangen, ein bisschen Keks zu gehen. Aber irgendwie kriegt sich hier keiner gegenseitig mal tot. Es hat alle sitzen auf Tames, alle sind gewappnet, im Duo unterwegs. Kann Liga-Animation maybe noch gezählt haben, aber probably not. Hier kommt Prime, Kings, gehen wir Prime holen. Yes, machen sie. Oh, endlich ist die Base zu, Alter. Kein Bock mehr auch jetzt gehabt, hier die Scheiße noch zu farmen, Alter. Hat sich viel zu lang gezogen. Boah, auch wenn da vorne jetzt so eine kleine Sichtlücke ist oder wie auch immer, aber theoretisch ist der Hase zu. Und stellen wir mal ein paar Viecher von der Base-Seite weg. Stellen die mal alle an den Rand. Oh, es geht los. Achtung, Achtung. Alle Teilnehmer haben sich vor Ablauf der Zeit in der Arena aufzufinden. Nicht antreten kostet euch ein Leben. Was? Cool. Kasi schreibt mir gerade, mein Nachbar weiß jetzt auch, dass es losgeht. Gut, jetzt hinne machen. Equippen. So, jetzt heißt es Tempo. Und alles organisieren hier. Kontrolliere jeden Slot, ob jede Waffe nachgeladen ist und so weiter, ne? Mhm. Gott schon dabei. So, pack dir deine Flux-Sets so ins Inf, wie du es meinst, wie es für dich am coolsten ist. Entweder die Teile halt alle der Reihe nach, so, ne? Und weißt du, schnell wechseln, ne? Einfach E drauf auf das Teil. Ins Inf gehen. Ich muss mir erstmal noch das zweite Set, das dritte Set craften. War halt nie genug Metal da die ganze Zeit. Okay. Ich meine nur, ne? Also E drauf klicken, für schnell Teil wechseln. Wenn du nicht rechtzeitig erkennen kannst, das mache ich zum Beispiel, ich lege mir ganz oben ein Set immer rein, was quasi einmal Full Switch ist. Wenn ich ordentlich eine Packung abgekriegt habe, ziehe ich oben mit dem Autoklicker einmal das komplette Set durch und entscheide dann erst, was war kaputt. Und ich brauche jetzt theoretisch nur mehr Dingens hier. Mehr Shotgun-Ammo. Sonst bin ich theoretisch fertig. Mad Bruce, ich bin ein bisschen schwer, ne? Spitzhacke brauche ich nicht, actually. Nein, Spitzhacke brauchst du nicht. Ich bin ein bisschen sehr schwer, fällt mir gerade auf. Food habe ich. Wasser habe ich. Mad Bruce nehme ich gleich noch. Blindenschuss. Reparatursachen, mir fehlt das Holz. Warte. Ich kann aber auch jetzt einfach für Schilder pullen. Mal für 4 Schilder. So. Ich habe mal 5 Granaten dabei. Ich weiß noch nicht, ob ich sie brauchen werde oder so. Ich habe halt überlegt, welche einzustecken. Ich habe jetzt einfach mal welche dabei. Sollten da Traps liegen, muss ich nicht draufschießen oder lauf dann nachher doch durch. Ich sag, die anderen haben zu wenig Vorbereitungszeit. Überleg mal, wie lange wir uns jetzt schon vorbereitet haben hier. Okay. Abfahrt in the base, in die Arena oder so. 55 Sekunden. So. Strategie-wise, was sagst du? Oben versuchen erstmal zu behaupten. Und dann langsam runter gucken und vielleicht den Aufgang kontrollieren so ein bisschen. Oder direkt runter und irgendwie unten erstmal chilligen.